Liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zum Sechs-Punkte-Spiel, unserem neuen Quiz- und Showformat, was wir hier bei VfL-TV einführen wollen. Es soll auch gar nicht viel Vorrede geben. Am Ende gibt es drei Spielrunden, wo in der ersten Runde ein Punkt verteilt wird, in der zweiten Runde zwei und in der dritten Runde drei. Das heißt, im letzten Spiel wird es auf jeden Fall um was gehen. Und ich würde sagen, wir starten mit Runde 1 und das Spiel heißt Vier Bilder, ein Spieler. Die Regeln sind einfach. Ihr seht auf dem Bildschirm vor euch gleich vier Bilder, die einen Spieler ergeben. Das kann ein Spieler sein, der in den 18er oder 19er gespielt hat oder auch möglicherweise Mitspieler oder ehemalige Mitspieler, wer weiß. Ihr habt vor euch einen wunderbaren Buzzer. Wer als erstes buzzert, darf natürlich auch als erstes antworten. Seid ihr richtig, gibt es einen Punkt. Seid ihr falsch, kriegt automatisch der Gegner einen Punkt. Alle bereit? Let's go. Lego. Dann Spiel ab. Welcher Spieler? Ich habe auch ganz verschiedene. Welcher Spieler könnte das sein? Noel hat gebuzzert. Eule, Timo Bermann. Korrekt. Ja. Das ist der erste Punkt für das Team hier auf meiner linken Seite, auf eurer rechten Seite. Und wir starten mit dem zweiten Bild. Kevin Großkreuz? Kevin Großkreuz. Korrekt. Nur wegen Dönoch. Dönoch, Hof hab ich auch wieder. Damit steht es 1:1 und wir gehen ins dritte Bild. Bei allen vier Clubs gespielt. Emre Can. Emre Can war gut, Ochi hat's gewusst. Das heißt, Ochi und Dave gehen mit 2:1. Warum weißt du das, Digga? Brain. Verstehe ich. Ah. Ja. War das? Rudi Völler. Rudi Völler ist korrekt. 2:2 Ausgleich. Ah, das ist hier ein. Ja, nein, das zählt. Maxi Thalhammer? Ja. Maxi Thalhammer ist natürlich korrekt. Yes. Damit geht wieder das andere Team in Führung. Ja, wir waren durchaus kreativ in der einen oder anderen Gestaltung. aber schön, dass es euch auch gefällt. Antonio, ja. Das ist korrekt, Ochi. 3:3. Beiden Teams fehlen 2 Punkte. Es ist hier wirklich auf Messerschneide. Noel, Henry war auf jeden Fall eher. Die Batterie ist auf der Rückseite rausgehauen. Marc Heider. Das ist Marc Heider, das ist korrekt. Heide! 4:3. Heide! Hier fehlt nur ein Punkt. Ihr müsst euch anstrengen. Ja. Ihr dürft keinen Punkt mehr abgeben. Und weiter geht's. Ihr wart wieder erst. Unsere Buzzer sind noch nicht. Luis Suarez. Luis Suarez, yeah, ist natürlich korrekt und damit geht der erste Punkt. Oh Mann. Noel und Henry. Was ist los? Ihr müsst aufpassen. Dann gehen wir in Runde 2. Es geht um 2 wichtige Punkte. Und zwar ist das Spiel Basketball. Das Team, was als erstes 3 Punkte hat, wird gewinnen. Und wichtig ist, es ist nicht erlaubt, dass ein Spieler alle 3 Punkte macht, sondern es ist zumindest erforderlich, dass beide mindestens einen machen. Wir mit Runde 2 Basketball und machst das. Gib den. Nein, war kein Schuss. Du kannst jetzt die Kugel auch ein bisschen festhalten, aber ja, aber lad noch nicht auf, lad noch nicht auf. Der war zu doll. Hast du stark gemacht? Doch, ich hab schon stark gemacht. Airball. Yeah! Yes! War gut, ne? Ja?
Also musst du mich zu doll machen, sollst du da nicht? Komm, Henny, Junge. Ja, meine war auch schlecht. Man muss schon wissen. Yes. Verstehe. 1 zu 0 für Team Noel und Henry. Der war zu doll. Noel ist wieder dran. Gar nicht so einfach, sieht einfach aus, als es am Ende ist. Wow. Da habe ich schon mal gesagt. Viel zu stark. Ich glaube an dich. Ich glaube wirklich an dich. Yes! Sales! Was habt ihr erwartet? 2 zu 0 für Team Henry und Noel. Komm, Dave, bitte. Dave und Otti müssen nachziehen, ja, und Junge. Dave zieht nach 2 zu 1. Aber. Ich kann beenden, ja? Noel könnte in diesem Fall bereits beenden. Yes. Ihr könnt doch was? Was? Nee, nein. Nee, die können doppelt treffen. Ne? Ja, doppelt treffen ist nicht möglich, die sodass die zwei Punkte zu Team Henry und Noel gehen, die damit 3 Punkte auf dem Kontostand haben. Wir gehen in Runde 3 und Runde 3 heißt, wer weiß mehr? Oh Gott. Die erste Kategorie, und es gibt 18 Begriffe logischerweise, ist: Ich möchte von euch die Trainer in der Bundesliga wissen. Wir fangen hier an. Edin Terzic. Edin Terzic ist der erste. Boah, mir fällt jetzt schon keiner mehr. Ich hab Blackout. Thomas Tuchel. Ich wusste, dass es kommt. Ich ja, wo sollen sie sonst sein? Ken. Achso, ja. Nico Kovac. Nico Kovac. Dino Topmöller. Natürlich auch korrekt. Mit Vor- und Nachname? Hier würde mir der Nachname reichen. Soane. Korrekt. Mhm. Frank Schmidt. Schmidt ist natürlich auch korrekt. Oder? Ich ja, sag. Mhm. Sag. Halt dran. Was haben die gesagt? Ist doch egal. Frank Schmidt haben sie gesagt. Heiden. Rose. Marco Rose, korrekt. Christian Streich. Streich natürlich korrekt. Lieberknecht. Thorsten Lieberknecht, korrekt. Wenn du weißt, sag genau. Mhm. Baumgart. Steffen Baumgart, Köln, auch korrekt. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Oh, tick, die kann man auf den nicht kommen. Natürlich korrekt. Ole Werner. Ole Werner, auch korrekt. Die rechte Seite scheint mir gut vorbereitet. Mario Noel. Wir brauchen 10 Minuten, um auf Eigentum die kämpfen. Hä? Wer ist von Frankfurt-Trainer? Oh, das ist neu, keine Ahnung. Wisst ihr noch einen? Ja, ich weiß noch. Ich weiß noch 2, 3. Nur wir wissen 4. Einer würde erstmal reichen. Ja, ein bisschen, man muss sich auch ein bisschen vorbereiten. Wir müssen. Komm. So, ich zähle mal langsam an. 5, 4, 3, 2, 1. Deine. Es steht 2-0 für Team Dave. Ja, wir machen das, wir machen das jetzt. Wollen wir das jetzt gewinnen? Und 2-1. Mit der nächsten Kategorie könnte ich schon die Sieger sein. Wir suchen die Top 24 Marktwert höchsten Spieler der zweiten Fußball-Bundesliga. Nein, aber eigentlich müsste. Ja, sag. Okay, wir entscheiden uns darauf, dass wir entscheiden uns darauf, dass du das sagst. Okay, Michael Cuisance. Nicht dabei. Soll ich eher meinen nennen, damit wir schon gewonnen haben? Ja, das ist mein Name, ne? Jan Usun. Korrekt. Glatzel. Glatzel, ja. Hey, Jan Usun hat verloren. Michael hat doch Michael. Und der ist nicht in Top 24?
2,5 ist hier die Grenze. Team Dave und Ochi holen die letzten 3 Punkte und damit steht es im 6-Punkte-Spiel 3-3 am Ende. Wir brauchen aber natürlich einen Sieger. Und deswegen gehen wir ins Entscheidungsspiel. Beginnt in die Entscheidungsrunde. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, ihr habt gleich hier eine Wasserflasche. Abwechselnd schüttet ihr Wasser nach. Es muss mindestens eine Wassermenge aufkommen. Ich glaube, das erkennt man relativ zügig, ob was rausgekommen ist oder nicht. Wer am Ende die Oberflächenspannung bricht, das Team hat verloren und das andere Team ist der Sieger dieses Duells. Ich würde sagen, wir machen wieder Schnick, Schnack, Schnuck. Wer beginnt? Und dann geht's los mit dieser wunderbaren Flasche. Top 3 Deutschland. Ja, also willst du jetzt, dass wir anfangen oder was? Ja, also noch so voll, wie es geht. Aber man darf den Tisch berühren, wenn man selber dran ist? Wenn man selber dran ist, darf man den Tisch berühren. Dann auch, weil der wartet ja trotzdem. Ja, aber wenn dadurch die Oberflächenspannung gebrochen wird, dann bist du selber schuld. Dave macht das Ding schon relativ voll. Stopp. Aber jetzt hat er abgesetzt. Jetzt ist das andere Team dran. So, willst du? Wer möchte? Du darfst den Tisch auch berühren, ne? Yes! Bruder, mach ganz langsam. Boah, wie geil. Hält. Stark! Es stark, geht stark, immer stark, ein bisschen mehr rein, als man denkt. Boah, der war bockstark. Crazy. Da geht noch was. Henry, mach ganz bisschen nur. Boah, da geht noch was. Einfach nur ganz langsam. Top. Yes. Boah, so ganz, ganz easy. Nicht so viel, ja? Oh. Tschüss, das. Jetzt ist der dumm. Die Spannung hält weiter. Jetzt ist Handy. Was hast du vorhin bei mir gemacht? Du warst so die ganze Zeit. Ja, aber ich hab nicht gelacht. Er hat nicht gelacht. Ja, aber trotzdem. Ja, dann komm ist her. Das schlimmer. Komm, ein bisschen Abstand halten und nicht. Oh, yes! Es hält. Das war sehr geschickt. Oh mein Gott, das war so richtig. Hey, also ich würde sagen, ihr müsst Abstand halten, aber eben habt ihr selber... Wir hatten Abstand. Boah, stark. Boah, der war crazy. Das war sehr, Henry, sehr gut du machst getimt. Das, okay? Du machst das. Ich bin ruhiger. Ganz bisschen. Einfach ganz, ganz bisschen. Stopp. Jetzt. Der war auch nicht so schlecht. Boah, du hast wirklich eine ruhige Hand. Weiter spannend. Hat geklappt. Und das war sogar relativ viel gefühlt. Ganz langsam. Ja! Verstehst du, das waren diese einen Tropfen. Cool. Ich hab nichts gesehen. Mach nicht. Schon wieder, ne? Boah, ich verkacke das safe. Nur diese eine Tropfen. Ja, wirklich, ist ganz hohe Qualität hier, sag ich ehrlich. Das stimmt. Der schüttet daneben. Er schüttet daneben. Ich bin voll an mich mal über den, Alter. Ich hoffe, dass mein Bruder erz. Lass mal. Hey, es war auch viel. Mein Gott. Auf dieser Nachtropfen, ja, Alter. Ey, ich glaube. Oh mein Gott.
muss er jetzt beim Tropfen nächsten. Was? Was? Ey, es war kurz davor, ne? Ja. Es war wirklich. Es war so kurz davor. Du musst schaffen, weil dann. Ja. Weil dann schafft Henry auch. Ja, dann schafft. Oder das ist schon fast drüber, wirklich. Verkackt hinten. Stark. Stark. Das war ganz stark. Niemals. Niemals. Er ist vorbei. Ja, du schaffst das nicht. Doch, ein, ist vorbei, doch, ein so komisch. Mini-Tropfen. Ja, ist einfach so krass. Ein Mini-Tropfen. Nein, guck mal, aber hier, du siehst richtig, wie das jetzt. Das reicht schon. Das kleine, ja, hier. Ja, 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 aber trotzdem, diesen einen Mini-Tropfen schaffst du noch. Ganz, ganz wenig. Wirklich. Hals an der Rille. Hals. Also jetzt wird anzeigen, wenn ich das schaffe jetzt. Ganz vorne und warte noch, bevor es rauskommt. Also wenn ich das schaffe, ne? Dann bist du Top 5 Wasserkörper in Europa. Niemals. Digga, gib die ganze Flasche rein. Mit selber trinken? Warte, bis es da vorne ist. Ja, genau so. Bisschen mehr, bisschen mehr. Warte. Ja, bisschen, du musst es höher. Ein bisschen höher. Ja, genau. Yes. Bitte nicht wackeln hier in dem Raum. Boah, der war stark. Hör auf! Langsam. Kommt. Stopp! So eigentlich auch schon wieder viel. Ja, keine Ahnung, Alter. Wirklich. Das ist kein. Das geht eigentlich gar nicht mit. Aber ich ertrink ein bisschen. Oh! Das war super, ne? Das war wirklich super. Bisschen mehr noch. Diese Nachtropfer, ne? Hä? Was ist nicht drüber? Als Mordwurf. Junge, der. Guck mal hier. Ja, Junge. Wo ist die Seite, Alter? Ja. Henry, mach mal diese Seite. Vorbei. Nein, ist nicht vorbei. Geht gar nicht. Ich berühre ihn außen. Pass auf, dass ich nicht mit der Flasche drüber. Wenn gleich drüber geht, dann weiß ich auch nicht. Ja, kommt. Yes! Yes! Ah, so klar. Ja! Was ist los? Oh mein Gott. Ja, mein Gewinnerteam, oh Dave und Hotchi. Ihr gewinnt die erste Runde vom 6-Punkte-Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Aber Mitmachen. Sehr gute Qualität. Von beiden. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gute Qualität. In einem Herzschlagfinale gewinnen Dave und Hotchi mit der Spannung des Wassers. Gegen Henry und Noel. Vielen Dank fürs Mitmachen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Fans auch. Und wir sehen uns zeitnah zu einer neuen Folge. Danke euch. Danke auch. Danke. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Ciao.